Herzlich willkommen zu diesem Meta-T-Video. Gefreut mich, dass du da seid. Diese Meta-T-Video-Reihe besteht aus zwei Videos und das ist jetzt mal Teil 1. Das ist quasi einfach nur so ein Bericht. Also ich begleite mich vor dem Test, während dem Test, nach dem Test und auch bei der Testrückgabe. Einfach so, dass man ein bisschen ein Gespür kriegt, dass man quasi dabei sein kann, falls man den Test noch nie geschrieben hat, dass man das quasi ein bisschen simulieren kann. Und ich erkläre immer, wie es mir dabei geht. Und im Teil 2 geht es dann nur rein um die Vorbereitung und um die Übungen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und gutes Gelingen. Liebe Freunde des Meta-Tees, hier spricht ein großer Feind des Meta-Tees. Aber ich muss dann trotzdem schreiben, weil es hilft nichts, es führt kein Weg daran vorbei. Für mich ist in einer Woche soweit, heute ist das 7.8.2020, 11.56 Uhr und der Test ist am 14. Also ich werde jetzt in einer Woche gerade im Testsaal sitzen und hoffentlich ein positives Ergebnis schreiben. Ich werde kurz was sagen zu diesem Video, um was geht, also ob es für euch, dass ihr gleich wisst, ob ihr dranbleiben sollt oder nicht. Ich werde euch ein paar Tipps, also erstens einmal zum Ablauf. Es gibt ein super Video zum Meta-T-Ablauf von der Mila, also einfach Mila Meta-T eingeben, da kommt ein 30-Minuten-Video, glaube ich, wo sie sehr ausführlich erklärt, den Aufbau, den Ablauf vom Test, auf was man am Testtag achten soll, gibt es auch ein paar Tipps und Tricks. Aber das Video jetzt ist, und die hat den Platz 1 erreicht in Linz. Und das ist das, wo ich jetzt ansetzen werde, weil ich werde den definitiv nicht erreichen, den ersten Platz. Also dieses Video ist quasi für die einfachen, nicht hochbegabten Leute, die aber trotzdem sagen, okay, ich setze mich jetzt hin, ich investiere Zeit, ich investiere Energie, dass ich den Test schaffe. Und ich habe ihn auch noch nicht geschafft, ich habe noch nicht geschrieben. Ich habe letztes Jahr geschrieben in Wien, 2019, da war er ziemlich schwierig, also wirklich offiziell schwierig. Man hat es dann auch mit weniger Prozent schon reingeschafft. Ich habe irgendwas zwischen 68 und 69 Prozent gehabt. Für Wien hat es nicht gereicht, es hätte in Linz gereicht letztes Jahr mit diesem Ergebnis. Und das ist ja der gleiche Test, das heißt, hätte es letztes Jahr in Linz gemacht, hätte es vermutlich geschafft. Das bringt mir aber jetzt nichts. Ich stehe jetzt trotzdem eine Woche vor der Prüfung. Ich habe mich sehr lange darauf vorbereitet. Heuer war es sehr schwierig wegen Corona. Der Test ist verschoben worden. Dann war unklar, ob er überhaupt verschoben wird oder ob es abgesagt wird, ob irgendwie eine andere Methode herangezogen. Also es war sehr verwirrend. Es war dann auch von meiner Seite von Lernpausen geprägt, weil ja in dieser Unsicherheit tue mir ich schwer, dass ich da reinlerne. So, der Test ist aus einem BMS-Teil, einem Wissensteil zu 40% aufgebaut, also der Teil zählt 40%. Es ist so, man kann sich da ein bisschen vorbereiten, dann hat man so ein leichtes Wissen, man kann mit Fragen üben, das Wissen verknüpfen, also wirklich auf Verständnis lernen, dann hat man so ein mittel- bis gutes Wissen und man kann das Wissen spezifizieren, also wirklich perfektionieren und ins Detail gehen. Und dieser Schritt, dieser letzte Schritt, ist einfach sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig und ich finde, für das, was man da aufwenden muss, damit man den letzten Schritt quasi schafft, das ist nicht wert für das, was es bringt. Also ich bin jetzt eher da so im mittleren Bereich, ich habe alles durch, ich habe alles zusammengefasst, alles wiederholt und mit Fragen geübt, aber mehr geht nicht. Also es gibt immer nur Fragen, immer StudyMate mache ich Fragen, die sind teilweise sehr leicht, teilweise okay und teilweise, also da wird nach Medikamenten gefragt und nach ganz genauen Sachen, da schalte ich dann einfach aus. Da gehe ich dann wirklich einfach nach dem Ausschlussprinzip vor und hoffe, dass ich das dann richtig habe. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Test teilweise ziemlich pervers, vor allem auch bei Kognitiv, weil zum Beispiel hier die Allergieausweise, es geht ja schon lange nicht mehr darum, dass man jetzt die einfach so anschaut, 8 Minuten lang und dann, okay, ja, ich habe mal ein bisschen was gemerkt. Es gibt da richtige Systeme, wo man die ganzen, man muss ja Ausweisnummer merken, eine fünfstellige, wo man die Zahlen in Wörter umwandelt, also in Buchstaben umwandelt, die Buchstaben in Wörter, die Wörter in Bilder und die Bilder merkt man sich dann, hat mit der Praxis dann wenig zu tun, weil ich glaube nicht, dass ich dann im Krankenhaus so vorgehen werde, aber um das geht es jetzt nicht, es geht um das, wie man sich da perfekt vorbereitet. Merkfähigkeit bin ich so weit, dass ich wirklich, also ich mache da jetzt jeden Tag eine Simulation,
Ich habe fast immer alle Punkte, manchmal einen nicht oder zwei nicht oder drei oder vier nicht, wenn es schlecht läuft oder wenn ich mich nicht konzentrieren kann. Aber Merkfähigkeit gibt zum Beispiel mehr Punkte her als Chemie. Also ich habe wirklich das Hauptaugenmerk auf kognitiv gelegt und das lege ich euch auch nahe, weil es gibt auch einige Leute, die haben jetzt eventuell schon Biologie studiert oder haben als Krankenschwester gearbeitet, haben schon mehr Erfahrung und die werden dann auf jeden Fall ihre Stärken im BMS-Teil bringen. Und kognitiv, ich will jetzt nicht sagen, dass kognitiv eher was für jüngere Leute ist, aber es ist einfach, es ist so spielerisch, die ganzen Simulationen und diese Systeme aneignen. Mir hat es teilweise bis zum gewissen Grad Spaß gemacht, weil es halt einfach verrückt ist, dass man da, wie man da vorgeht, also wie man sich das Ganze merkt, das ist ganz spannend eigentlich, also der Hintergrund. Und ich glaube einfach, dass, also nichts gegen ältere Menschen, aber ich glaube einfach, dass das dann, dass sie die Leute dann einfach denken, so, ah, na, ich lerne lieber Biologie, das bringt mir mehr. Bin ja auch der Meinung, aber für einen Test, im Test hört die Prozentanzahl. Und kognitiv gibt auch 40% her, genauso wie BMS. Und ich hoffe, dass ich dann mit meinem kognitiven Teil quasi die Mängel vom BMS-Teil kompensieren kann. Die allerwichtigste Übung, relativ gesehen, ist mit Abstand Textverständnis. Das habe ich letztes Jahr, also Textverständnis ist 10% wert, ist nicht viel, also 10% sind 10%. Es sind aber 12 Punkte, das heißt, ein Punkt ist fast ein ganzer Prozent wert. Das heißt, wenn ich da 3 Punkte nicht habe, sind 3% weg vom Test. Das ist. Beim BMS-Teil sind es, glaube ich, 94 Punkte oder so und das sind 40%. Das heißt, wenn man sich das ausrechnet, ist ein Punkt nicht mal ein halber Prozent wert. Also Textverständnis habe ich letztes Jahr sehr unterschätzt. Ich bin ein sehr schlechter Leser. Ich lese nichts in der Freizeit. Ich bin eher der Filmtyp. Ich habe mich jetzt in der letzten Zeit gezwungen. Ich habe jeden Tag Zeitungsartikel gelesen. Ich habe sehr viel Textsimulationen gemacht, Textverständnissimulationen gemacht. Gibt es auch Systeme, wie man vorgehen kann, aber Textverständnis gibt relativ gesehen am meisten Punkte her. Und wenn ich da, sagen wir, 10 von 12 Punkten habe, ist es schon sehr stark. Wenn ich, sagen wir, nur 4 Punkte habe, dann ist es, dann muss ich das wirklich mit den anderen Bereichen kompensieren. Also Textverständnis nicht vernachlässigen, das ist großer Fehler. Ich habe wirklich am Testtag bin ich da gesessen und habe mir dann gedacht, so, boah, das ist echt kompliziert. Ich hab nicht einmal es war mal, ich habe es einfach unterschätzt. So. Und dann gibt es nur die sozial-emotionalen Teil. Gibt es Emotionen erkennen, gibt 5%. Soziale Kompetenz gibt auch 5%. Insgesamt ebenfalls 10%. Das ist ein Teil, den darf man auch nicht vernachlässigen, aber der ist mit relativ wenig Zeitaufwand, kann man da viele Punkte rausholen. Vor allem bei Sozialkompetenz gibt es ein Schema, wie man die wirklich fast jedes Mal ordnet. Also da gibt es 10 Punkte, da sollte man so zwischen 8 und 9, 10 auf jeden Fall hinkriegen. Emotionen erkennen ist ein bisschen komplexer. Kann man mit Übung auch ziemlich nahe kommen und ziemlich gut verstehen. Die Anwendung in der Praxis ist hier auch zu hinterfragen, aber um das geht es ja nicht. Das ist jetzt einmal das Grobe. Ich muss den Test selber nur schreiben. Also, ich weiß, wenn ich den Test nicht schaffe, weiß ich nicht, ob jemals irgendwer das Video sehen wird, weil ich würde es zwar dann trotzdem gern hochladen, einfach zum Berichten vom Test und so. Aber ich glaube, dann bin ich zu angepisst, dass ich da irgendwas mache. Und ich würde überhaupt nicht arrogant drüber kommen, aber es ist einfach, ich habe keinen Plan B. Deswegen, ich mache mir, also für mich gibt es kein Nicht-Schaffen. Ich habe natürlich Angst, dass ich es nicht schaffe und ich bin ja sowas von unsicher. Also ich habe zwar schon viele Simulationen gemacht und da in Vergleichsgruppen und so, aber also es war nie fix. Also ich bin immer so. Das so, ja, okay, das reicht knapp nicht oder das reicht knapp schon. Also ich verlasse mich auf gar nichts, ich werde am Testtag, das wird ein richtig anstrengender Tag werden. Kann ich übrigens auch empfehlen, dass ich wirklich mindestens einen Monat vorher nichts trinkt. Ich glaube, ich habe jetzt 2 Monate
keinen Schluck getrunken. Also ich bin jetzt kein Alkoholiker, soll ich es nicht so anhören, aber es macht schon was aus. Ich merke, wenn ich wirklich länger nichts trinke, nach ein paar Wochen, kommt dann so eine zusätzliche Klarheit im Kopf und die kann man wirklich für ein paar Übungen auf jeden Fall brauchen. Mit dem Lernen anfangen, locker reinlernen, BMS mal ein bisschen locker anschauen, sich anfreunden mit den Übungen, dann immer spezifischer werden und die letzte Phase ist nicht lustig. Die letzte Woche ist gar nicht lustig. Und also die Lust nimmt ab, aber dafür steigt es nach dem Test wieder nach oben. Und ich freue mich schon, ich würde mich irrsinnig freuen auf den Medizinalltag. Ja, das ist jetzt einmal das. Ich wünsche euch das Beste. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche mir das Beste für den Test und. Okay, es gibt keinen Grund zum Jubeln. Es ist heute der 13. August. Morgen ist der Test. Und ich meine, ich bin natürlich nervös, aber jetzt nicht, dass ich nicht mehr weiß, was soll ich machen, dass ich verrückt werde. Ich meine, verrückt werde ich schon. Ich habe jetzt schon ganz komische Videos aufgenommen, zum Beispiel das da. Thank God it's Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. Und aus dem Grund werde ich heute ein bisschen in die Natur rausgehen, um einfach, ja, in der Natur kommt man einfach am besten runter. Und ich vermeide halt jegliche Kontakte mit Menschen, aber vor allem mit Menschen, die auch morgen einen Test schreiben, weil im schlimmsten Fall kommt dann nur eine Frage rein: Hey Mo, wie geht das? Wie machst du das? Kannst du das machen? Und dann schaue ich es mir an und ich kann es nicht und dann mache ich mich verrückt, also bringt nichts. Jetzt, es ist schon entschieden, nein, es ist natürlich nicht entschieden, aber es ist, ja. Ich bin vorbereitet. Ich bin der Marcel Hirscher, der morgen seinen Olympialauf hat. Und genauso fühle ich mich auch ein bisschen. Nur halt ein bisschen weniger Budget. Naja, ich freue mich, wenn es vorbei ist. Ich freue mich auf das erste Bier morgen. Und am Abend spielt morgen Barcelona gegen Bayern. Champions League, ich glaube, Viertelfinale. Oder auch, na, Viertelfinale ist schon. Es gibt ja so einen Countdown auf StudyMed, das sind jetzt irgendwie nur 21 Stunden. Ja, es ist cool, es ist cool. Ein bisschen schade ist, dass die Phase vorbei ist. Lernen, geregelter Tagesablauf, das hat man ganz gut dann. Also, ich hoffe, im Studium geht es so weiter. Aber, Studium, man geht theoretisch in 1,5 Monaten schon los, aber mal schauen, ob das für mich auch der Fall sein wird. Es ist eine voll aufregende Phase, weil es ist endlich vorbei. Ich habe jetzt ein halbes Jahr für den Scheiß aufgewandt. Keine Ahnung. Ja, gestern habe ich gar nichts gemacht. Heute ein bisschen was, so dass ich die kognitiven Systeme nicht verlieren. Aber ich denke, ich habe mir jetzt sechs Monate vorbereitet, also Bruttozeit. Ich habe dazwischen auch Pausen gemacht wegen Verschiebung, bla bla bla, weil alles unsicher war. Aber brutto ein halbes Jahr vorbereiten für einen Test ist, habe ich noch nie gehabt. Ein halbes Jahr, das ist ein 42stel von meinem ganzen Leben, habe ich nur Medizin gelernt. Für einen Aufnahmetest nämlich. Testtag. 5.30 Uhr ist jetzt, bin um 4.30 Uhr schon aufgewacht leider, aber ich bin so um 11 ins Bett gegangen, deswegen, ja, nicht ganz 6 Stunden geschlafen. Ist aber, denke ich, nicht so schlimm, weil das Adrenalin wird mich da durchpushen halt und ja, ich habe eigentlich, also ich schaue halt auch nicht aufs Handy, ich meine, ich nehme jetzt so mit dem Handy auf, aber kein Internet, damit ich mich nicht ablenken lasse. Und warm anziehen, weil der Testraum ist akklimatisiert auf, ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht. Oh, erster Kaffee ist Intus, deswegen meldet sich auch schon der Magen zum Kloge, zum täglichen. Und ja, ich hab. Also ich bin jetzt mit meiner Schwester leider heim und ich habe der Mama gesagt, sie soll mich anrufen, damit ich, falls ich nicht, also falls das Handy sie ausschalten, der Wecker nicht läutet. Aber der Wecker würde erst in einer Stunde läuten. Also ich habe mir erst um 6:30 den Wecker gestellt. Jetzt bin ich schon 2 Stunden vorher aufgebracht.
was irrsinnig langweilig ist, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ja, zieht sie da und wart und hofft, dass das reicht, was ich da alles jetzt gemacht habe. Alter Verwalter. 14. August, 18.17 Uhr. Bin jetzt daheim, der Test ist vorbei. Es war so anstrengend. Ich bin munter seit 4.15 Uhr in der Früh. In der Früh, also ich habe dann nicht mehr schlafen können. Ich glaube, ich habe heute ein Video gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Test war okay bis gut. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Ich will jetzt nicht tief stapeln. Ich kann ganz ehrlich sagen, mir ist es nicht so schlecht gegangen. Biologie war eher einfach. Sehr oberflächliche Fragen. Einerseits ist das richtig cool. Also es ist richtig cool, wenn die Fragen so kommen und du verstehst, das kannst du beantworten. Andererseits ärgert ich mich ein bisschen, dass ich die letzten zwei Wochen mich innerlich gestresst habe, weil man gedacht habe, ich muss Gebiete genauer wissen. Für den Test hat es zumindest nicht gegolten. Chemie war dann ein bisschen schwieriger, vor allem es war dann der Kontrast zu Biologie, war das erste. Okay, relativ easy und dann patsch, ist quasi Chemie gekommen, ein bisschen komplexer gewesen. Physik, Mathe weiß ich gar nicht mehr. War glaube ich, ja, ich habe halt überall immer was hingeschrieben und geschaut, dass ich weiß nicht, wie viel da Wissen war und wie viel Halbwissen und wie viel geraten. Keine Ahnung. Textverständnis war wie immer kacke, da bin ich aufs Klo gegangen. Ich bin in Mathe ganz am Schluss, weil da war ich eine Minute vorher fertig, bin ich aufs Klo gegangen. Und habe gedacht, okay, ganz schnell, weil das Textverständnis, da wird sicher eine Mini-Pause, so 2-3 Minuten dazwischen sein. Nein, es ist gleich weiter gegangen. Dann habe ich statt 35 Minuten nur 34 zum Lesen gehabt. War aber egal, weil ich bin so und so ein scheiß Leser. Da habe ich sicher nicht gut abgeschnitten, da bin ich zufrieden, wenn ich 6-7 Punkte habe. Kognit, dann war Mittagspause, da haben wir sogar rausgehen dürfen. War nicht selbstverständlich wegen Corona. Dann, kognitiv ist mir sehr gut gegangen. Wortflüssigkeit habe ich wirklich 14 von 15 gehabt. Das 15. habe ich geraten. Und da habe ich nachher mit Leuten geredet und dem gesagt, ja, da ist das. Und das habe ich tatsächlich richtig geraten. Also habe ich alle richtig. Zahlenfolgen ist mir auch gut gegangen. Habe ich glaube ich eins nicht oder zwei nicht. Merkfähigkeit kann ich nicht sagen. Alles möglich zwischen. Es könnte auch alles richtig sein, ich weiß nicht. Hey, ich bin so miert, ich sag's euch. Ja, die restlichen kognitiven Sachen waren auch okay, Implikationen eigentlich auch immer relativ leicht. Soziale Sachen waren eher schwierig, vor allem Emotionen erkennen, das ist ja generell das Schwierigere, aber da waren diesmal tatsächlich Emotionen dabei, also die ich schon gehört habe, aber die man halt nicht gelernt hat mit den ganzen Skripten. Ja, was ist da oft vorkommen? Ja, Verachtung ist glaube ich dreimal vorkommen. Das ist zwar eine Übungsbücher gewesen, aber nur nebenbei. Aber es war dann dreimal. Was eh egal ist. Und das letzte, was war das letzte? Soziale Dings. Da ist man, ja, keine Ahnung, kann ich mir nicht einschätzen. Da schätze ich mal so auf 6, 7 richtige. Also nicht so gut waren die emotionalen Sachen, wo man jeweils 5% kriegt, also 10%. Und Textverständnis war nicht so gut, wo man auch 10% kriegt. Also 20% waren nicht so gut. Aber die waren, finde ich, schwieriger. Textverständnis kann ich nicht sagen, ob es schwierig ist, da bin ich einfach schlecht lesen. Aber die restlichen 80% ist mir teilweise sehr gut gegangen bei Kognitiv und gut bei BMS. Wenn es heuer nicht reicht, ich schreibe den Test nicht mehr, ich schreibe ihn nicht mehr. Es interessiert mich nicht mehr, so ehrlich muss ich sein. Ich habe sogar, ich bin nachher interviewt worden, nach dem Test, das ist sicher irgendwo auf YouTube, von StudyMed. Die sind, ich war mit einem Freund geredet gerade nach der Prüfung und dann ist so ein Ding her, Kamerateam hergekommen und hat gesagt, ob wir ein Interview geben wollen. Und ich hab ja alle Videos geschaut auf YouTube, deswegen mache ich ja das Video, weil ich bin einer, der gerne Videos schaut, wenn sie auch solche Sätze, dann schaut sich das auch gerne an wahrscheinlich. Also gern, zum Zweck halt, dass man halt ein bisschen einen Einblick kriegt. Und dann war ich, dann haben wir einen Burger, dann sind wir auf den Burger gegangen, mein erstes Bier habe ich getrunken und es ist so heiß, ich gehe jetzt duschen, auf das freue ich mich schon sehr lang. Ich bin so miert, ich werde mich jetzt dann hinlegen, später spielt Barcelona gegen Bayern. Das schauen wir auch noch an.
Und das Bier wird heute nicht das einzige sein. Das ist das einzige, was ich heute noch weiß. Ja, ich hoffe, ich habe es geschafft. Ich kann nichts sagen. Es gibt später dann noch in dem Video. Für mich ist es in ein paar Wochen. Für euch ist es dann später, also gleich. Die Testrückgabe plus danach noch ja, Tipps und Tricks. Also, viel Spaß. Bleibt dran. Und stay sober in der Vorbereitungszeit. Das habe ich beim Interview auch gesagt. Trinkt keinen Alkohol. Für die zusätzliche Klarheit im Kopf. Aber das kann ich jetzt leicht sagen, weil ich mache mir jetzt ein Bier auf. 7.09.2020, 13.03 Uhr. Das Testergebnis ist da. Seit 5 oder 7 Minuten. Wien schon seit 7 in der Früh oder so. Dann Graz, dann Innsbruck und Linz ist. Es ist so lange nichts passiert. Also ich habe jetzt 5 Stunden gewartet. Ich bin leider ein bisschen restfett von gestern. Ich war gestern in Wien beim Felix Lobrecht, guter Mann. Deswegen bin ich heute ein bisschen. Und deswegen. Ja, macht es umso schlimmer, dass ich das jetzt zukriege. Ich schaue jetzt noch. Ich bin nervös. Ich hoffe, es reicht. Alright. Ich logge mir jetzt gleich wieder eine Mail ein. Okay, weiter zum Postfach. Ich will nicht hinschauen. Testergebnis auch nochmal Test Humanmedizin. Jetzt geben wir die Pumpen gescheit, bist du deppert. Okay. Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie aufgrund der Testergebnisse beim Ablauf. Woohoo! Come on! Get the fuck in there! Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen. Ich kann's. Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie aufgrund. Ja, das ist fix, oder? Selbsteinschreibung weiter. Alter, das ist ein gutes Gefühl. JKU Username, ja, keine Ahnung. Es freut uns, es freut auch mich. Oh, leg mir am Arsch. Eine detaillierte, ja. Oh, ich hoffe, meine Freunde haben es geschafft. Oh, ich hoffe, meine Freunde haben es alle geschafft. Weil sonst ist das schwierig. Oh, ist das geil. Ich fange zum Studieren an. Endlich. 21 Jahre, ich darf endlich studieren. Und zwar ein Studium, das mich interessiert. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Ich meine, ich bin immer noch restfett, das ändert jetzt nichts an dem. Oh, es ist geil. Oh, come on. Aber stimmt eh, oder? Zulassung. Ja, das lese ich jetzt nicht mehr. Ah, doch, das lese ich mir alles noch durch. Wie lange habe ich Zeit? Ich habe 14 Tage Zeit. Puh, sollte sie ausgehen. Einschreiben. Öffnen, Ergebnis. Wow. 86,71%. Boah, da bin ich schon stolz auf mich. Huh. Gleicher Tag, Testrückgabe, ich hab's geschafft. Kurz noch ein paar Fakten zu meinem Ergebnis, falls euch das interessiert. 86,71%, Gesamtrangplatz 27. Unvorstellbar. Ich bin normal nicht so einer. Ich bin nicht so ein Spaß, der so gut ist normal. Wirklich nicht. BMS, also der Wissensteil, 79 von 93 Punkten. Ich werde das da so auflisten. Das sind 84,9% bei BMS. Biologie, also jetzt die Unterdings von BMS. Biologie, 35 von 40. Chemie, 17 von 24. Physik, 15 von 17. Also ist eins gestrichen worden anscheinend, weil es sind normal 18. Und Mathe, 12 von 12. Ich muss sagen, Physik und Mathe hat mir leichter da, weil es mir ja eher interessiert und ja, ich kann mich zwar an keine einzige Frage mehr erinnern vom Test, aber ja, das ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall Chemie hat mir nie so taugt, also obwohl Chemie und Physik ja eher verwandt sind, aber mit Chemie interessiert mich nicht so. Aber
Alles wurscht. Alles scheißegal. Textverständnis 10 von 12. Auf die Übung bin ich am stolzesten. 10 von 12 Punkten bei Textverständnis sind 83%. Heißt, sind insgesamt 8,3% vom ganzen Test. Und auf das bin ich sehr stolz. Wenn ich sage, ich habe 0 Punkte, dann hätte ich 8% weniger. Also das ist schon hart. Kognitiv. Oh, you beauty. 72 von 75. Figuren 15 von 15. Zahlfolgen alle. Wortflüssigkeit alle. Merkfähigkeit 22 von 25. Da habe ich 3 Punkte liegen lassen. Implikationen auch alle. Sind 96%. Schon gut. Das ist... Hey, aber ich, ohne Spaß, ich habe angefangen zum Lernen als normaler, durchschnittlicher Schüler, der einfach Medizin studieren will, weil es das interessanteste Studium ist auf der Welt. Letztes Jahr nicht geschafft, heuer richtig ernst genommen, komplett übertrieben im Lernen, vor allem kognitiv. Und dann wird man halt auch entlohnt. Sozial-emotionale Kompetenz. 12 von 20 Punkten, wie gesagt, das war nicht so gut. Da habe ich bei Emotionen erkennen 3 von 10 Punkten. Und soziales Entscheiden 9 von 10. Also da wieder was rausgehört. Ja, Emotionen war mit Abstand die schlechteste Übung. 3 von 10 Punkten. Also ja, das ist immer die Auswertung, aber geht ja um nichts. Also es ist ja jetzt wurscht. Wenn ich 75% habe und 240. bin, nehme ich das dankend an. Ja. Jetzt werde ich studieren ab Oktober. Ich bedanke mich jetzt schon mal, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich wünsche euch das Beste und viel Kraft, viel Ausdauer. Bleibt dran, gebt es nicht auf. Man haut dauernd die Nerven, man haut den Schlapfen da nicht beim Lernen. Es interessiert dich nicht mehr. Ist wurscht, mach Pause, mach 2 Tage Pause, mach eine Wochenpause. Mach aber, du musst es durchbeißen. Es hilft nichts, wenn du lernst. Schaffst du es vielleicht, wenn du viel lernst, schaffst du es sehr wahrscheinlich. Wenn du nichts lernst, schaffst du es sicher nicht. Das ist es, mein Fazit, mein professionelles Fazit. Ja, geil, ich gehe jetzt fort. Es ist zuerst, es ist noch nicht einmal 2 am Nachmittag, also es ist 2. Aber ich gehe jetzt fort, ich wünsche euch was. Danke, dass du da warst. Im nächsten Video, Teil 2, erkläre ich dann, wie ich mich vorbereitet habe, vor allem für kognitiv. Und gebe euch ein paar Tipps und Tricks. In diesem Sinne, macht es gut. Arrivederci, liebe euch. Ah, come on!